Good morning, YouTube! Nein! Man sieht wieder die Wäsche bei uns im Wohnzimmer. Ich dachte, ich mache mal wieder ein Full Day of Eating. Weil das heute mal ein bisschen anders ausfällt. Vielleicht nicht so langweilig. Mal gucken, was draus wird. Jetzt geht's erstmal ins Training. Es ist jetzt, ich weiß gar nicht, es ist 7 Uhr. Ja. 7 Uhr, Pull-Training und dann geht's in den Tag. Vor dem Training gibt's mein BCAAs und Beta-Alanin, eine Nektarine. Oh, richtig schön. Und ich habe mal wieder meine Beats rausgekramt. Weiß nicht, ob man das hört. Die sind echt schon richtig morsch. Ich hatte ewig keine kleinen Batterien. Jetzt werde ich mal wieder ein bisschen Musik hören beim Training, weil ich heute ausnahmsweise mal ohne irgendeinen Trainingspartner bin. Ja, seid gespannt, was heute noch so auf dem Teller kommt. Friends, ihr seht, ich baue meine Kamera auf. Und wieder mal Fail des Tages. Man sollte auch checken, ob die Full Range of Motion im Bild ist. Wie ihr seht, checke ich das nicht. Jetzt seht ihr auch, dass das nicht so dolle ist. Also bei der Übung sieht man jetzt nicht wirklich, was gut daran ist. Also dieser supinierte Griff, das heißt, ihr habt die Handflächen zueinander. Den mache ich sehr gerne für den Rücken, für den Lat, bei der Pull Day. Und kriegt da halt eine noch festere Kontraktion in den äußersten Bereich des Lats durch die Handgelenkstellung. Probiert das mal aus, wenn ihr so einen Griff zur Hand habt im Studio und versucht schön aufrecht zu bleiben da für das richtig schöne V. Dann habe ich noch einen anderen Griff genommen, jetzt ein bisschen engere Griffweite. Aktiviert dann natürlich den Lat auch wieder ein bisschen anders. Da ist jetzt das Seil ein bisschen kurz bei diesen Techno-Gym-Maschinen, aber trotzdem die Range of Motion, in der ich da arbeite, da ist eine richtig schöne Kontraktion drin, richtig fest. Dann das Rudern für die Dichte des Rückens ging an dem Tag mit den Kurzhanteln weiter. Da habe ich wirklich darauf geachtet, nicht schwer zu arbeiten. Und immer diese kleine Bogenlampe zu machen. Das seht ihr jetzt vielleicht. Ich führe den Ellbogen erst nach hinten und dann nach oben. Nicht sofort nach oben. Das ist etwas, was viele machen und dann viel mehr aus dem hinteren Schultermuskel und vor allen Dingen aus dem Nacken ziehen. Ich will aber den Lat aktivieren. Und wenn ihr den Ellbogen erst nach hinten und dann nach oben zieht, und auch wirklich nur bis zur Körpermitte, achtet mal drauf, wie euer Lat auf einmal anfängt zu feuern. Und dabei geht es mir. Ich will den Lat trainieren und nicht unbedingt den Nacken. Den trainiere ich beim Kreuzheben, Sumo-Kreuzheben schon genug mit, aus meiner Sicht. Ist halt immer von der Haltung, muss man sich so ein bisschen reinfinden. Ich habe die Haltung für mich mittlerweile als angenehmste empfunden mit der Kurzhantel. Einige stehen sehr eng, einige auch ein bisschen komplett mit gestreckten Beinen. Kommt mit meiner Armlänge halt nicht hin. Ja, probiert die auch mal aus. Finisher war an dem Tag das Niederdrücken am Tau. Und das ist wirklich eine komplette Isolationsübung für den Lat, wenn man es richtig macht. Das heißt, der Ellbogen bleibt leicht angewinkelt. Und ich versuche nicht aus der Griffkraft zu ziehen, sondern stellt euch vor, ihr zieht die Ellbogen zum Rippenbogen. In dem Moment, wo ihr ranzieht, zieht ihr den Brustkorb Richtung Schwerpunkt nach vorne. Zack, dann seht ihr, wie der Lat richtig bam, nach hinten rausgeht, auf dem Rückweg schön in den Stretch kommt. Und dann kann man den Lat nochmal richtig isoliert ausbrennen. Da habe ich bestimmt auch nochmal so 3 Sätze auf 12 bis teilweise sogar 15, 20 Wiederholungen gemacht, um den Rücken den Rest zu geben. Dann kamen natürlich noch die Arme dran. Klassischerweise habe ich da mit der Langhantel wollte ich arbeiten, habe dann aber die etwas kürzere Variante genommen
Hab mich da hochgearbeitet vom Gewicht. Ich weiß halt nicht, was die Kleine wiegt. Konnte mir keiner genau sagen, war kein Trainer da. Ja, mein Arbeitsgewicht sind da. Ich versuche da 4 bis 5 Sätze, 6 Wiederholungen zu machen. Relativ sauber. Ohne viel Schwung etc. Das war jetzt hier, glaube ich, der letzte Satz. Da cheate ich am Ende dann schon mal. Kann man jetzt, glaube ich, auch sehen. Jetzt schon ein bisschen Schwung im Körper drin. Wichtig ist oben immer die maximale Kontraktion mitzunehmen. Ich glaube, jetzt mache ich noch ein bisschen mit Schwung. Yep. Und langsam ab. Da ist die Cheat-Wiederholung. Und dann ging auch nichts mehr. Finisher für den Bizeps war die Hammer Curls liegenderweise an der Ruderzugmaschine. Finde ich für mich besser, weil ich mich da einfach besser auf den Bizeps konzentrieren kann, als wenn ich stehend mache. Probiert's mal aus. Schreibt mir in die Comments, ob euch die Übung dann gefallen hat. Das war dann auch schon der Full Day. Und weiter geht's mit dem Full Day of Eating. Da habt ihr jetzt nur das Frühstück gesehen. Bis denn. YouTube, Pull Training ist durch. Vorm Training gab es dann eine Nektarine, meine BCAAs. Jetzt gibt es mein Post-Workout-Meal. Für die Abonnenten, die schon länger folgen, wissen, was es ist. Mein Protein-Eis. Ich liebe es immer noch. Mit 30 Gramm Multi-Cheerios. Kann ich halt als Cerealien empfehlen, einfach weil die vom Volumen auf 100 Gramm, 73 Carbs, 3,7 Fats, 8,8 Protein gar nicht schlecht sind. Also besser als die meisten. Ja. Multi-Cheerios, mein Go-To-Cereal. Dann das Protein-Eis fürs Protein. Und noch 2 Corny-Free-Joghurt. Auch nochmal. Dann werde ich noch ein bisschen am Computer arbeiten. Jetzt werde ich mir erstmal ein paar YouTube-Videos reinziehen. Lunchtime! Es ist das Subway geworden, wie ihr gerade seht. Ein ganzes Chicken Teriyaki und noch ein halbes dazu. Dann mal ein bisschen justieren. Ohne Soße, ohne ganz normal nur Salat, Tomaten, Gurken. Käse habe ich selber mitgebracht, den 12% Chablettenkäse. Gibt es bei Lidl, Netto, Kaufland. Check die Fitness Food Editions, die jetzt noch kommen. 2 Stück. Und zum Nachtisch gibt es einen Cookies and Cream Quest Bar. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, also pimpt euer Essen von unterwegs halt selber mit Cheese. Hätte ich jetzt hier Cheese genommen, Soße genommen, wäre ich mit meinem Pferd schon deutlich über meinem Soll. YouTube, last meal of the day. Es sind viele Stunden verstrichen seit der Subway-Mahlzeit. 8:45, last meal, und ich hatte jetzt keine Lust mehr groß was zu kochen. Ich wollte eigentlich ein paar Sandwiches machen. Hab jetzt einfach wieder mein Protein-Eis, was es auch schon post-Workout gab, gemacht. Wieder mit Cheerios. Ja, wahrscheinlich jetzt nicht so schlimm, zwar aber die gleiche Mahlzeit. Entschuldigt das, aber ich bin echt tot heute. Ich hoffe, Full Day of Eating hat euch trotzdem gefallen. War wieder so ein Subway Edition. In Hamburg schmeckt Subway besser. Unterwegs ist das irgendwie komisch, keine Ahnung. Schreibt mir in die Comments, ob euch gefallen hat, ob ihr mehr Full Day of Eating sehen wollt, was ihr allgemein noch sehen wollt. Lasst einen Kommentar da, abonnieren, teilt das Ganze, freue ich mich. Und schaltet wieder ein, wenn ich das nächste Mal ein Video uploade oder ein Full Day of Eating. Bis dann.